Folge Nummer 2. Ich begrüße meine Zuschauer ganz recht herzlich zur Factorio-Reihe. Wir gehen hier rein, Level 2. Gut, hier haben wir was, das sieht aus wie eine Flassenberg-Baustätte, genau. Ich frage mich, wofür wohl diese Knickarm-Roboter gut ist. Welcher Knickarm-Roboter? Die Maschine benötigt Brennstoff. Okay, dann müssen wir Brennstoff reinfüllen. Einfach das Objekt drücke, Left Mouse Button, ja, hatten wir, und dann Brennstoff hinein. Gut. Das ist bevor der Knickarm-Roboter, er nimmt Gegenstände vor sich auf und legt sie hinter sich ab. Okay. Er kann Gegenstände in Maschinen einfügen und herausnehmen. Auch schön. Okay. Von Kiste in Kiste kann er, von der Erde in diesen Erzförderer, vom Ofen auf Förderbänder, von Kisten ausbacken und von Land zu Land. Ja, gut. Gut, haben wir. Sieh dir die Holzkiste an, da ist was Nützliches drin. Gut. Oh ja, da ist wirklich was Nützliches drin, eine Waffe. Die rüsten wir mal gleich aus, genauso wie die Dingens Munition dazu passt. Und das, denke ich mal, können wir uns auch nehmen. Und das könnte das sein. Wie war das? Das klingt nach Schritte. Okay, wenn Gegner nahe sind, kannst du schießen, indem du die Taste Space gedrückt hältst. Der Gegner am wenigsten von dem Mauszeiger entfernt ist, wird beschossen. Okay, dann wird wohl jemand kommen, oder? Ups, das war die falsche Sache. Tap. Okay, oh, gleich zwei. Gut, aber wohl tot. Dann nehmen wir das noch mit. Ups, sie sind tot, aber möglicherweise kommen noch mehr. Ich sollte die Produktion zum Laufen kriegen und mich vorbereiten. Da ist ein falscher Knick am Roboter. Gut, dann mit der... Dreh den Knick am Roboter, indem du die R-Taste drückst. Okay. So, jetzt funktioniert er. Wunderbar, oder? Ah, okay. R drücken, bevor wir bauen, damit das richtig rum ist. Und ja, da muss... Sprit rein. Kohle in diesem Fall. Befeuerte Erzfelder muss ich noch 6 Stück bauen und Schmelzöfen noch 4. Was brauchen wir denn dafür? Achso, einen haben wir ja schon hier, aber... Achso, nochmal reingucken ins Inventar. Hier, was brauchen wir hier? Oh, erstmal brauchen wir Steine für die Schmelzöfen. Die kriegen wir da oben. Hatte ich jetzt einen im Inventar? Ne, das ist ein Knickarmroboter. Das ist nicht. Das heißt. Ah, die muss ich mit der Hand dann abbauen, ne? Anders geht das ja gar nicht. So, 3 Sterne, 4 Steine. Ich habe viel Zeit aufgewendet. Ja, okay. Ist klar, dass man da so einen Roboter baut. Kann ich aber noch nicht. Der braucht Eisenzahnrad und Eisenplatten. Und den Schmelzofen. Den kann ich aber schon mal bauen. Eisenplatten kriege ich da unten aus dem Ofen und Eisenzahnräder kann man wahrscheinlich aus den Platten bauen. Dann müssen wir da wohl noch mal gucken. Jo, sind ja schon 18 da, ne? So, jetzt kann ich den auch bauen. Wenn der fertig ist, kann ich den hier oben hinsetzen, denke ich mal. Ne, das war falsch, das ist richtig. Dahin. So, jetzt habe ich noch einen mehr gebaut. Ah, Kohle fehlt mir, die muss ich gleich noch aus der Kiste holen. Und dann brauche ich noch Holz für eine Kiste, ne? Auch kann ich schon bauen. Okay, das heißt, ich muss da oben Kohle reinstecken und die Kiste da hinsetzen. Na, ich glaube, wir machen mal nur so viel dahin. Gut, Steine für Öfen brauchen wir. Die nehmen wir erstmal weg. Gut, wenn du weit genug weg bist, dann geht die Dingens auch aus. So, was sollen wir machen? Hier ist ein Schmelzofen. Da sind auch die schicken Platten drin. Und die brauchen
Steine fehlen. Das heißt, ich muss hier oben in die... Oh, da kommt einer. Da muss ich Steine rausnehmen. Okay, habe ich getan. Gucken, was wir bauen können. So. 5. Jetzt habe ich 2. Das wären dann 7. Das sind dann 8. Jetzt muss ich Zahnräder bauen. Dafür brauche ich aber Eisenplatten. Achso, ich kann keine. Ich brauche Eisenplatten. Hallo. Gut. Der hat keinen Sprit mehr. Da wollen wir mal schnell was reinlegen. Und wir bauen wieder. 5, 4, noch einen brauche ich. Wir brauchen einen Schmelzofen. Dafür brauchen wir Stein. Gut. Dann bauen wir jetzt noch einen davon, dann haben wir die 5, oder? Und dann brauchen wir noch 4 Schmelzöfen. Passt. So, und dann brauchen wir noch Förderbänder. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Produktion hier steigern, oder? Könnte erstmal da einen noch hinsetzen, der auf das Band arbeitet. Und dann könnte ich da einen hinsetzen. Wieso? Achso, ich stehe im Weg wahrscheinlich, deswegen geht das nicht. Okay. 9. Und ich glaube, den letzten setzen wir dahin. Gut, dann die Förderbänder rausgeholt. Da so. Und hier. Ah, das war die falsche Taste, das ist die richtige. Ich glaube, da müssen wir noch welche bauen. Können wir gerade nicht. Eisenplatten fehlen. Die nehmen wir da mal raus. Und Knickarmroboter. Dann haben wir jetzt 3 oder 4? 3, dann brauchen wir noch einen mehr. Gut, die brauchen da alle Sprit, das heißt, wir müssen mal gerade erst Kohle holen. Ich glaube, das war die falsche Taste. Na komm, das ist zu viel. Na, mach mal so, ist egal. Und da rein. Und da oben ist auch schon wieder Stillstand. Okay. Müssen wir schnellstens hier was reintun, wenn es wieder weiterläuft. Gut, jetzt brauchen wir einen Knickarmroboter, den wir hier hinsetzen. So rum. Und da drüber muss der hin. Gut, dann müssen wir da Kohle reinstecken, die wir gerade nicht haben. Ich hoffe, da ist schon was reingekommen. Dem ist auch so. Falsche Taste. So, da produzieren wir auch wieder. Das rausnehmen.
und da reinstecken, damit es wieder besser vorangeht. Ich glaube, wir können dem hier mal... Okay, da ist einer. Den klauen wir mal den Sprit. Ach so. Die Steine sind das Entscheidende, ne? Die nehmen wir mal raus und ich glaube, dann haben wir genug Steine. Da brauchen wir auch nichts mehr machen erst. Er kriegt noch die 2. Dann haben wir hier auch 16, ne? Der hat genug erstmal. Hier kann noch was bei. Zweimal gedrückt, falsch. So. Und die 9 nehmen wir auch dabei weg. Die Eisenplatten. Und die Eisenplatten auch noch. Und dann bauen wir hier mal das Förderband noch weiter. Und Knickarmroboter, bitteschön. Ich stelle den mal dahin. Den dahin. Ein bisschen rüber. Und den dahin. Noch ein. Dann kommt der dahin, ne? Hab ich einen zu viel, oder? So. Okay, ich muss alles richtig verbinden und dann gibt's schon den nächsten Auftrag. Okay, ernsthafte Ressourcen, alles klar. Gut. Aber ich muss auch Kupfer haben. Kupferplatten sind nicht verlangt und das ist hier unten nicht. Das bedeutet, wir werden hier noch Förderband bauen. Das soll reichen. Er braucht erstmal Sprit. So, das ist auch okay, schon mal so, ne? Das ist auch okay. Ja, für den habe ich jetzt nichts, das heißt, ich muss woanders hin. So, das passt. So, den baue ich ab. Den auch. Und den sowieso. Und den füttern wir erstmal da noch mit. Da ist nur ein Ofen hinter. Dann baue ich den erstmal ab. Rechtsklick war das. Und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch mit 2 Öfen hin. So, hier oben ist das andere. Da lang. Da lang. Förderband. Haben wir da noch was zu bauen? Ja. Ich glaube noch einen mehr. Und das ist da. Gut. Knickarmroboter. So rum. Und so rum. Und einen Ofen schon mal hin. Die Kohle da rein. Nee, das nicht. Ich könnte das erstmal weniger machen. Und die Hälfte da rein machen. Und das da rein machen. Und schon läuft die erste Kupferproduktion, ne? Da unten hin. Und ja, Eisen läuft gut, Kohle läuft auch gut. Wir müssen noch einen Ofen herstellen. Und zwar stellen wir den dann da unten hin.
Und der kriegt das. Und der kriegt das. Und schon läuft's. Und der kriegt das. Da unten ist ein Kohle. Oh, da kommt wer. Okay. Und die nehmen wir wieder raus. Und da hapert's noch. Und der läuft auch wieder. So, 67, keine Kupferplatten. Ja, die müssen wir da erst rausnehmen, ne? Und das ist ja schon einiges, was wir jetzt haben. So. Ja, ich glaube, hier brauchen wir gar nicht weiterreden. Das läuft super. Eisen haben wir en masse. Jetzt brauchen wir nur die anderen Vorräte sammeln gerade. Eisen haben wir genug. Kohle 46. Jetzt holen wir uns gerade noch die 10 Kupferplatten. So, Kupfer ist auch genug. Jetzt fehlt nur noch Kohle. Ne, das war nicht so gewollt. Der speichert immer ganz schnell zwischen, glaube. Deswegen flackert der Bildschirm. So. Es fehlt nur noch die Kohle. Ja. 58. 60, noch 15 mal Kohle. Das sollte nicht das Problem sein, oder? Noch 9 mal Kohle. 5. Und eine noch. Und wir haben es geschafft. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Es ist Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Gut, das war der nächste Level, den wir geschafft haben. Und in der nächsten Folge gibt es dann den dritten Level. Ja, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim dritten Level dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.